So, meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir machen jetzt auf den Weg zum Himmelsgipfel. Juhu! Das wird ein Spaß werden. Also, wo sind wir hier? Lawinenberg, Riesenmühle, oh nein, nein, nein. Haben wir nun, hä? Wie blöde? Ich bin zu blöde, das zu finden, oder? Ah, das heißt auch Scheimendorf, ich Trottel, Junge. Scheimendorf, genau. Und dann zum Himmelsgipfel, ja. Da-da. Willkommen in Scheimendorf, Scheimen. Hast du bereits ein Himmelspräsent gefunden? Ja, 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 ja. Wir können ja hier... Ja, komm, wir gehen zum... Okay, jetzt sind wir jetzt schon mal hier. Siebte Zwischenlager Pass. Ich glaube. Da muss es gerade extrem einfach immer. Ich glaube schon, ne? Sag mal, was ist denn mit den Bombenpfeilen los? Ey, sag mal. Ich mache ja die legendären Pokémon. Das ist ja eine Aufnahmesession, die ich hier gerade betreibe. Heute ist nur Knaller hier, oder? Ebene 4. Oh. Na. Na gut, das hat jetzt viel gebracht. Aber Geld wollte ich mir schon mal ein bisschen. Okay, es geht noch ein bisschen weiter. Okay, okay, okay. Ach, das Zwischenlagerpass. Gab es nicht sogar noch ein neuntes? Oh Gott. Ich weiß gar nicht. Das muss schon Part... Müsste es jetzt nicht schon Part 84 sein? Ach du Scheiße. Wir kommen ja schon auf die 100 zu, Leute. Wir werden dann sehen. Ich glaube zu meinen, dass es 84 ist. Der Gekleon-Lan, der hat noch später noch eine besondere Bedeutung. Geheimstufen, Geheimbazar. Ja, ist egal. Hm? Okay. Oh, es ist Team 3 Lori. Ich habe von Scheimen gehört, dass ihr den Gipfel letztendlich erreicht habt. Herzlichen Glückwunsch. Bitte, wie es Nebel geht, dem ihr an den 7. Zwischenlagerlichtung geholfen habt? Oh, er hat sich am nächsten Tag davon geschlichen, als ich auf meiner Bergwachtpatrouille war. Nun anscheinend hat er seine Stärke zurückgewonnen. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Oder fällt mir ein, er hat das hier zurückgelassen. Ist ein Geschenk? Ich denke, es ist ein Zeichen seiner Dankbarkeit. Ich sollte es nehmen. Auf jeden Fall habe ich mir das so voll, aber euer Beutel ist wohl voll. Na gut, ich werde es so lange für euch aufbewahren. Die Scheiße brauchen wir hier nicht mehr. So, was hast du da? Ein Himmelspräsent. Was ist da drin? Ein Prisma-Ticket. Ein Prisma-Ticket. Dann gehen wir mal weiter. Neunte Zwischenlagerpass.
Da. Ebene 3. Jetzt würde ich mal gerne wissen, was wir jetzt mit dem Prisma-Ticket jetzt anstellen können. Das würde mich mir jetzt wirklich mal interessieren. Ebene 5. Okay. Hey, Protoge? Hallo, mein Name ist Protoge. Ich lebe auf diesem Berg. Ich liebe es, Verschenke zu teilen. Willkommensgeschenk. Okay. Noch ein Prisma-Ting. Oh. Okay, nach diesen Pounds müssen wir mal hier mal ein bisschen halt Zeitbegutachtung und gucken. Was mit den Prisma-Ticket auf sich hat. Das würde mich jetzt mal wirklich interessieren. Ebene 2. Das Tempo von Schnee-Pokémon wurde um 1 erhöht. Siehst du? Lebersamen. Immer wichtig. Eine Fenster. Nee, komm, lass gut sein. Wir haben schon genug. Ebene 5. Fensterbox. So, Himmelsgipfelspitze. Hallo, ich habe hier auf dem Berg diese Dinge gefunden, die Himmelspräsente genannt werden. Seitdem verschicke ich diese Präsente nur zu gern. Das macht so einen Spaß. Warte. Ist hier drinne? Eine Linkbox. Oh, super. Oh, Team 3 Logi. Ich bin so froh, dass ihr euch dafür entschieden habt, diesen Berg noch einmal zu besteigen. Ein Berg ist wirklich etwas Besonderes, wa? Hier kannst du all diese Sorgen und Nöte vergessen. Ich weiß nicht warum, aber hier sind alle aufrichtig und offenherzig. Es ist wirklich sonderbar. Wie ich gerade davon spreche, Team 3 Logi. Ich habe jetzt schon eine Weile darüber nachgedacht. Beim Betrachten dieser Berglandschaft habe ich einen Entschluss gefasst. Mit euch den Berg zu besteigen, Team 3, war ein unvergessliches Erlebnis. Es hat mir wirklich tief bewegt. Ich glaube, da könnte ich bei euch mitmachen. Mit ins Team.
Sehr schön. Im Ernst? Vielen, vielen Dank. Das macht mich so unglaublich fröhlich. Ich bin zu froh, dass ich mich endlich getraut habe zu fragen. Wunderschön. Sehr, 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 sehr schön. Zum Scheimendorf zurückkehren. Bam. Eine great idea. Die nehmen wir mal mit. Das ist für Scheime, damit man die Form ändern kann. Oh Gott, jetzt haben wir hier zu viele Items. So. Ja. Eine great idea. Gut, meine lieben Freunde, dann gehen wir erstmal nach Stadtstadt zurück. Genau. Schauen mal, was hier so abgeht. Tauros? Nö. Prisma-Ticket. Prisma-Ticket einlösen. Ich nehme Gelb. Gelb, genau. Ist es gewinnt, ist es keine? Ganz genau. So ist es gar nicht mal so schlecht. Nur ein Trostpreis. Riesenapfel. Prisma-Ticket. Nehmen wir mal Blau. Blau ist es. Blau, genau. Ist es Gewinn? Ist es keine? Ganz genau. So ist es gar nicht mal so schlecht. Ein Trostpreis. Ein Fliop. Nö. Haben wir noch einen? Nö. Haben wir noch was zum Wiederverwerten? Ein Fliop? Ne, wir haben nur einen. Hätte ja sein können. Naja. Wie dem auch sei. So, jetzt müssen wir erstmal die ganze Scheiße hier loswerden hier. Ach du meine Nase. So. Egal. Pass auf. Dann machen wir erstmal hier mit Xatu. Coole Box. Heisam. Jo, Rockbrock. Komm, ein bisschen schnell. Heisam. Jungschweiß. Jungklaue. Scheiße. Schwarzgummi. Raikare. Hütschlamm. Braungummi. Sumpfschlamm. Okay. Lagern. Das und das. Das, die Gummis, da gehen wir gleich mal zum Panier-Kaffee. So, die restlichen zwei Boxen, die wir noch hatten, genau, die nehmen wir noch gleich mit. So. Coole Box. Sneak-Plaue. Rio Schwanz. Schweif. So. Gecki, was hast du ein Angebot? So. Sehr schön. Pack mal. Ah, das packen wir auch noch mit ein. Die größte Idee. So.
Dann gehen wir kurz ins Paniercafé zurück. Und wir können ja auch ne. Ah, genau. Alles können wir im nächsten Part machen. Ist egal. Machen wir im nächsten Part. Was ich gerade vorhatte. Braungummi, das nehmen wir für mich. Mal gucken, was da rechts rauskommt. Oh. Alko steigt nochmal. Orangegummi. Ja. Rotgummi. Den Rest gehen wir mir. Normal IQ. Schwarzgummi. Ja. Silbergummi. Scharfschütze, haben wir erlebt. Was? Auf dem Boden des gerade geleerten Glases steht etwas geschrieben. Juhu, es ist ein geheimes Erkundungsziel, das nur du kennst. Niemand sonst weiß davon. Du kannst nur zum Verhängnisturm. Ach du Scheiße. Juhu. Oh Gott, du Scheiße. So. Da weiß ich immer noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Okay. Was wir jetzt im nächsten Part machen, ist erstmal die Tagebücher durchlesen und Jobs mal gucken, was da noch so gibt. Und ja, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich speichere jetzt ab. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute, und ciao.